Ach, ich wollte euch mal ein nettes Spiel im AE Phase 1 einfach präsentieren und zeigen, dass der auch gut funktioniert hier. Einfach mal so. Ich habe auch schon ewig nichts mehr hochgeladen. Findet ihr mal ein neues Intro? Das hat ein Spezialist gebastelt für mich. Also mir gefällt es, sonst hätte ich es nicht genommen. Gut, wir sind ja eben gespawnt hier auf Malinowka und ich wollte einfach mal wieder den iPhase One euch zeigen. Ich gehe mal auf mich, dass der eigentlich recht gut funktioniert. Ich war ja mit meinem alten Kumpan Roger unterwegs, ja, im Platoon, und alles bringt immer die neuesten Panzer Skills und Aussehen und hast du nicht gesehen, Zubehör und Chieftain und 907 Kampagne, Tralala, Hopsasa. Und das ist so eine, die gibt es schon länger im Spiel, ich glaube jetzt 2 Jahre. Ne? Ja, ungefähr. Und ja, wird mal wieder Zeit, den mal auszupacken. Mal wieder ein bisschen A-Phase One. Ich weiß gar nicht, ob man den Sound jetzt nicht hört. Naja, ist egal. War eine schöne Runde, muss ich sagen. Ganz wichtig auf der Karte, also oben den High Ground holt. Mit allem, was ihr habt, hochfahren in der Regel. Okay, wenn ihr jetzt nur zu zweit seid, dann lohnt sich es nicht, da hochzufahren. Aber Rhabarber, immer hier den High Ground holen, dann habt ihr schon mal die halbe Map. Ja, nicht die halbe Map, aber ihr habt gute Karten. Wie gesagt, ich war ganz gerne im iPhase One. Kanone ist gar nicht so übel. Und manchmal macht er richtig Spaß. Und ich habe mal wieder was hochgeladen. Hier haben wir ein paar schöne Cupolas. Ich könnte das Replay, könnte ich auch nennen, Cupola Sniping. Weil, ihr seht, auf solchen Karten, wenn es so halt down abgeht. Bleibt zu viel gegessen heute. Ganz wichtig, gezielte Schüsse auf die Cupola machen. Nehmt euch Zeit beim Aim. Weiß auch nicht, was mit dem Sound los ist. Ich bin mal gespannt nachher, wenn ich es selber mal kurz anhöre, ob ich es überhaupt jemals hochlade. Oh, der war glücklich, der Schuss. Roger stand auf CA1, ja, ist in seinem Standard. Aber am Schluss ist er dann rübergekommen zu mir. Und ihr seht, wie wichtig das ist auf der Karte. Super Kong, Progetto E4, alle sind so hochgefahren. Ganz wichtig auf dieser Karte, oben den High Ground an dieser Mühle holen. Dann dominiert ihr das Match. In der Regel, wenn ihr gute Schüsse macht. Wenn ihr natürlich die Cupola nicht trefft, dann habt ihr Schwierigkeiten. So wie jetzt. Ich zwar getroffen, aber nicht durchschlagen. Nicht zu weit rausfahren wegen dem Super Kong. Hat es schon probiert, seht ihr? Nicht überhastet schießen, lieber ein bisschen abwarten. Na ja, gut. Jetzt kommt er. Jawohl. Und erst, wenn ihr sicher seid. Jo, das Einzige, was er macht halt, wenn ich am Sidescrapen bin, er schafft es mich gerade mal zu ketten. Auf dem Rest der Karte tut sich nicht viel. Ja, macht einfach Spaß, der Phase One. Packt ihn ruhig auch mal wieder aus, wenn ihr den in der Garage habt. Es ist einfach ein schöner Tank. Er macht manchmal richtig Spaß. Und wenn ihr dann auch so inkompetente Gegner habt. Ja, es ist so. Ich habe ja auch einen kleinen Gubola. Hier, da oben, seht. Dann die nicht treffen richtig. Außer der Super Kong war nicht schlecht. Dann könnt ihr auch ein gutes Spiel haben mit dem. Also, das macht manchmal Spaß. Ich habe mich erst für den One-Shot entschieden, weil immer erst versuchen, auch wenn es jetzt nur der Achter war,
Ich versuche immer Kanonen rauszunehmen. Eine Kanone weniger ist eine Kanone weniger. Klingt logisch, oder? Jetzt ist Roger rübergekommen. Oh, schön. Schöne Cupola von oben, Super Kong. Feines Fressi. Jetzt versucht er. Und seht ihr, ich habe jetzt nicht gleich abgedrückt, einfach abgewartet. Wenn ihr relativ sicher seid, dann abdrücken. Ein paar optimistische Schüsse waren auch dabei. Aber es gibt diese Runden, wo die auch mal klappen müssen. Ne? Dafür ist er gestorben. Ich habe noch 49 HP, aber es wird Zeit für die nächste Weisheit. 49 HP sind 49 HP. Guck mal, der KV4, der hat ein richtiges Problem mit dem Ding, aber egal, lass mal das. Reicht! Wenn es nur 1 HP ist. Jetzt kommt Roger noch dazu, versucht was aufzumachen. Sag du mal, fahr mal zu Roger. Ja, das war eigentlich schon die Runde. Nichts Besonderes, keine 10.000er Runde oder 8.000er, aber es hat Spaß gemacht. Ja, und ich habe mal wieder was hochgeladen, aber auf die Gefahr hin, so eben, dass ich mich wiederhole in dem Fall. Ne? Gut, ja. Ich glaube, das war nach einem Vorstoß. Der Vorstoß lief nicht so doll. Das sind diese Frustrunden danach. Ja gut, man kann nicht alles gewinnen. Mal schauen, ob ich es hochlade. Ja, und ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, wenn ich da ab und zu mal größere Pausen mache. Aber wie gesagt, manchmal, ihr wisst ja, der ganz normale Wahnsinn im Alltag. Da hat man einfach nicht die Zeit und die Muse. Ja, vor allem nicht die Zeit. Obwohl, wenn ich die Zeit nicht habe, habe ich meistens auch nicht die Muse. Das ist ja alles konkurrent zueinander. Ne? Okay, genug philosophiert. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr könnt gerne ein Däumchen hoch machen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne den Kanal. Bla bla blub. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Gell? Haut rein und bleibt vor allem gesund. Ciao.